Hallo zusammen, mich hier ist wieder Tela und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Seepferdchen-Mount. Und zwar haben wir hier dieses relativ weiß- bzw. silber gehaltene Seepferdchen. Und das schimpft sich einmal silberner Gezeitenhengst. Und diesen können wir uns jetzt mit Patch 10.2.6 erspielen. Und zwar über ein kleines zusätzliches Minigame. Das Ganze gibt es, wenn wir jetzt einmal hier drüber fahren, über eine Fraktion, die schimpft sich Fasshaxe Besatzung und da müsst ihr eine Ruhmstufe von 10 erreichen. Jetzt ist es so, dass wir diese nicht hier in dem Ruhm-Tab haben, ne, sondern wir können sehen, was wir für eine Ruhmstufe haben, indem wir einmal ins Gasthaus gehen und dann mit diesem Ork hier quatschen. Also dieses Gasthaus, ne, ist das hier in Waldracken. Und da sind wir etwa auf den Koordinaten 46, 45. Und wenn wir mit ihm quatschen, dann können wir einmal hier unseren Ruhm sehen. Und wie ihr seht, ich bin mittlerweile schon auf Max. Es gibt hier auch noch einige weitere Belohnungen, aber jetzt in dem Video soll es erstmal nur um den Gezeitenhengst gehen. Das Ganze könnt ihr, indem ihr ein Event spielt, erhöhen vom Ruf her. Und zwar ist ja jetzt mit 10.26 einmal der Plundersturm oder Plunderstorm auf Englisch ausgesprochen quasi rausgekommen und das Event findet ihr, wenn ihr einmal quasi aus eurem Charakter ausloggt und dann habt ihr hier oben den Plunderstorm, da können wir uns quasi einloggen und dann einen Charakter erstellen oder ihr lasst halt den voreingestellten und ihr habt eine Auswahl zwischen Solo und Duo Queue und das ist einfach so ein Battle Royale Modus. Ihr könnt den Ruf dahingehend erhöhen, wenn ihr in diesem Modus Loot sammelt, also ihr könnt da so Gold einsammeln, das wird dann auch an der Seite angezeigt, wie viel ihr eingesammelt habt und ja, wenn ihr dann genug eingesammelt habt, kriegt ihr immer mal wieder eine Ruhmstufe hoch, ihr braucht für jede Stufe 2500 und ja, für dementsprechend Ruhmstufe 10 braucht er dann 25.000. Also doch schon ein bisschen was. Man kann das über zwei Möglichkeiten halbwegs gut farmen. Erste Möglichkeit ist, ihr macht im Solo-Queue eine Anfangsquest fertig. Und zwar ist es so, dass ihr am Anfang immer eine Quest habt. Da müsst ihr zum Beispiel zwei Gegenstände sammeln oder drei Spells sammeln oder ihr müsst einfach ein bisschen Gold sammeln. Und dann kriegt ihr schon mal 250 obendrauf zu dem, was ihr eh sammelt. Holt diese Start- EP und dann geht's raus, quasi lasst euch killen. Oder die zweite Variante ist, ihr geht in den Duo-Modus und im Duo-Modus kann ich euch empfehlen, dass ihr das mit Voice spielt, mit jemandem, wo ihr das zusammen machen wollt und dann könnt ihr halt einfach gucken, dass ihr möglichst weit kommt, denn da plündert ihr beide das Gold und es zählt für beide Charaktere im Duo, also da farmt ihr wesentlich effizienter, vor allem wenn ihr dann längere Spiele habt, lohnt sich das. Ich habe dann teilweise Wins gehabt, wo ich dann bis zu 4000 pro Runde gekriegt habe. Also das rentiert sich, da kann man dann relativ schnell hochkommen und ja, muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen in dieses Plunderstorm Event. Das waren soweit die Infos, die ich euch geben konnte. Noch eine kleine Zusatzinfo, es gibt einen täglichen Bonus von 800, den ihr einmal am Tag abholen könnt. Also jeden Tag eine Runde spielen, lohnt sich auf jeden Fall. Juti, das waren soweit die Infos. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.